Zwei der Designs haben wir aufgegriffen. Ein Highlight dieser Kollektion zum allerersten Mal werden Skateboards herauskommen. Servus Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, lange hat es gedauert. Heute ist es endlich soweit. Ich darf euch endlich die neue Kollektion von MEM Liberty and Justice vorstellen. Wir werden heute so durchgehen. Ich werde euch die einzelnen Produkte präsentieren, auf das Design eingehen, aber natürlich auch auf die einzelnen Stoffe, Schnitte, Nähte und sowie die Preise eingehen. Das soll so eine kleine Vorstellung sein, bevor es dann morgen um 19 Uhr endlich losgeht. Ich gebe euch einen guten Tipp. Wir haben uns etwas verspekuliert. Wir hätten uns nicht gedacht, dass die Aufmerksamkeit, was unsere Marke betrifft, in den letzten Monaten so rasant wachsen würde. Das heißt, wer sich sicher etwas holen möchte, pünktlich morgen um 19 Uhr auf der Homepage MEM Vienna sein und sich bereit machen für die einzelnen Produkte, die ihr dann in eurem Warenkorb legen könnt. Ich habe unten in der Infobox schon den ersten Link verlinkt. Da findet ihr die Homepage und da könnt ihr dann morgen um 19 Uhr hoffentlich campen und hoffentlich auch ein Produkt bekommen. Freunde, Liberty and Justice, wir sind noch nicht mal ein Jahr alt. MEM Vienna macht große Fortschritte. Was man vielleicht auch sagen muss, was einige vielleicht stutzig macht, sind die Preise. Ich möchte hier nochmal betonen, dass wir im High-Fashion-Segment sind und dementsprechend auch die Qualität liefern. Das merkt man nicht nur anhand unserer hochwertigen Verpackungen. Es kommen wie immer drei verschiedene Magnetboxen zu eurer Bestellung dazu, sondern das merkt man aber vor allem auch an den Schnitten, an den einzelnen Nähten sowie auch die Stoffe. Ich trage hier schon das Burning Scale T-Shirt. Wir haben eine Grammatur von 290 Gramm. Wenn ihr das erste Mal den Stoff fühlt, merkt ihr, dass ihr etwas Vergleichbares noch nie in Händen gehalten habt. Ich bin auch irrsinnig begeistert von unseren Kragen. Und was unsere Nähte betrifft, da will ich eigentlich nicht lange schwafeln. Wenn es da wirklich Experten gibt, die jahrelange Erfahrung im Schnittdesign, in den einzelnen Nähten haben, die das ebenfalls schon herausgefunden haben. Die Nähte sind sehr ordentlich gemacht. Wir haben sie einfach hier mit einer schönen Naht stabilisiert. Da, meine Damen und Herren, kommt die Qualität her. Was sehr schön gemacht ist, ihr seht, diese Naht führt hier durch, geht über den Nacken verteilt rüber. Sehr, sehr schön. Max, also das habe ich noch bei keiner Brand gesehen. Sehr nice. Außer bei Designern halt vielleicht, aber Respekt. Grüße gehen natürlich raus an meinen Kollegen Ned. Liebe Leute, wie gesagt, 19 Uhr geht's los. Ich werde jetzt die einzelnen Produkte vorstellen und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit einer absoluten Neuerscheinung. Zum allerersten Mal wird es mit dieser Kollektion von MEM auch eigene MEM Cargo-Hosen geben. Wir haben aber keine ganz normale Cargo, sondern wie man hier anhand der unterschiedlichen Schattierungen schon erkennen kann, haben wir unterschiedliche Stoffe verarbeitet, wie zum einen dieses Baumwollgemisch, aber natürlich auch Satin. Also man sieht hier anhand der Belichtung, dass wir hier wirklich ein Farbenspiel der einzelnen Stoffe drin haben. Die Hose ist keine Baggy Pants, sondern die ist straight gemacht. Ihr könnt auch hier unten mit Hilfe eines Klettverschlusses nochmal die Größe an euch selbst anpassen. Alle Größen, sowohl Hosen als auch Shirts und Hoodies, werden von XS bis XXL verfügbar sein. Ich denke mir, warum sollte nicht jeder Mensch, egal welcher Statur, die Möglichkeit haben, sich hier ein Produkt zu holen? Warum soll ich mit meiner Marke einen bestimmten Körperstandard vorlegen, anstatt jede Körperform möglichst schön mit meinen Schnitten und Stoffen gestalten? Somit für jeden was erhältlich. Wir überlegen mit der nächsten Kollektion dann auch XXS und 3x XXL herauszubringen. Ganz wichtig, vorne bestellt die Größe, die ihr tatsächlich trägt. Ich bin 1,81 groß und wiege 83 Kilo und trage die Größe L. Wir haben hier bei dieser Hose unterschiedliche Ziparten vernäht. Wir haben hier eine Cargo-Tasche. Hinten findet sich nochmal der Satinstoff wieder. Wir haben hier hochwertige Zipverschlüsse einverarbeitet. Wir haben hier vorne nochmal den MEM-Stick sehr dezent gehalten. Und oben, das war mir ganz, ganz wichtig, nicht nur einen Gummibund zu verwenden, sondern eine ganz zurückhaltende, schlichte, dünne Kordel, weil es mir auch immer wieder auffällt, dass wenn da dicke Schnüre verwendet werden oder so ein Gummizug, dann stört mich das da unten beim Knopf, beim Sitzen, es drückt, es steht weg. Und hier hat man die Möglichkeit, ganz schlicht einen Knoten zu machen oder diesen Cord ganz herauszugeben. Je nachdem, wie ihr euch das frei gestalten könnt. Ich bin auf die Hose sehr, sehr stolz. Wir haben da wirklich 9 Monate dran gearbeitet, sind froh, dass die jetzt endlich kommt. Aber wir wären keine junge Marke, die es noch nicht mal ein Jahr gibt, wenn es nicht immer wieder Verzögerungen in gewissen Prozessen geben könnte. Wie ihr wisst, produzieren wir in einer Produktionsstelle in Portugal mit natürlich 100% Baumwolle, die auch für andere High-Fashion-Brands produzieren. Und wenn da eine Bestellung von Balenciaga reinkommt, ja, dann werden wir
wir in der Priorität aufgrund unserer Stückzahl natürlich etwas zurückgereiht. Dadurch haben wir bei dieser Hose eine Lieferzeit von 1 bis 2 Wochen, genauso wie wir das auch beim Paragraph-Hoodie haben, auf den ich gleich mal zu sprechen komme. Das Shirt, das ich aktuell trage, seht ihr hier. Wir haben eine Grammatur von 290 GSM, das heißt sehr, sehr schwerer Stoff. Ein Oversized-Look, trotzdem wie gesagt, true to size gehen. Auf die Designs selbst bin ich schon eingegangen. Aufgrund der Kollektionsbezeichnung Liberty and Justice haben wir uns hier bei einem selbst erstellten 3D-Design an einer Waage bedient. Die soll ja quasi das Ungleichgewicht aufzeigen mit den einzelnen Flammen. Und darunter haben wir nochmal den Spruch Liberty and Justice for Most. Also nicht Freiheit und Gerechtigkeit für alle, sondern für die meisten, weil viele werden auch zu Unrecht verklagt. Gehen wir direkt weiter zum nächsten Design, das unfassbar gut bei euch angekommen ist. Wir haben hier das Liberty and Justice Hammer Tee in einem Cremeweiß gehalten mit dem Richterhammer. Nochmal diesen hellblauen Stoffen, das quasi hier nochmal in den Farbton verkörpern soll, das Blut dicker als Wasser ist. Und auch das ist sehr, sehr gut gelungen. Alle Designs und auch die Passformen, wie auch die Passform der Hose, findet ihr nochmal im ersten Link bei den Produktfotos. Hier wird die Hose getragen, hier wird jedes einzelne Piece nochmal getragen. Ich werde nur auf die einzelnen Pieces eingehen. Was auch sehr gut kommt, das erste Mal, dass wir wirklich eine flashige Farbe verwenden. Ich habe mich hier inspiriert, also ein bisschen an den Gefängnisuniformen, wollte einen Farbton zwischen Orange und Gelb wählen. Ich finde, wir haben den perfekten Farbton gefunden. Wir haben hier vorne nochmal stehen MEM Cellblock, darunter dann eine Zellnummer, die mir, keine Ahnung, random mitten in der Nacht eingefallen ist und mich nicht mehr losgelassen hat. Und hier haben wir nochmal das Wappen des Department of Justice in einem 3D-Druck angeprintet. Wir haben auch hier nochmal am Ärmel einen Paisley-Look verwendet, der auch so ein bisschen das Feeling der Bloods and Crips aufgreifen soll, die ja die Bandanas quasi bekannt gemacht haben. Der Stoff selbst, wie gesagt, 100% Baumwolle, sehr, sehr dick auch gehalten, eine Grammatur von 470 GSM, das heißt wirklich sehr, sehr schwer, ihr werdet das dann auch merken, wenn ihr es am Körper tragt, und ich kann versprechen, noch jeder war von der Qualität von MEM absolut überrascht, Freunde. Wir machen da keine 0815 Marke, sondern mir ist vor allem die Qualität extrem wichtig, was auch jeder MEM-Kunde merkt, weil er immer wieder zu MEM-Kunde wird, sobald er einmal bestellt hat. Kommen wir zum nächsten Piece, der MEM Liberty and Justice Hoodie in einem Stonewash-Ton, auch hier 470 GSM, sehr, sehr schwerer Stoff. Wir haben hier vorne Justitia abgebildet mit diesen leichten Blitzen. Die Blitzen waren ja die erste Gerechtigkeitsform von Zeus, also die Blitze zu Erden geworfen hat. Dann noch mit der MEM-Flagge schlicht gehalten. In seinem Vintage-Look kommt dieser Pullover, auch ein Design, das mir sehr, sehr gut gefällt. Hier nochmal die Kollektionsbezeichnung und hier unten nochmal ganz klein MEM gehalten. Kommen wir zum letzten Hoodie, der bei euch auch extrem gut ankommt. Und zwar ist es der Paragraph Hoodie. Wir haben hier vorne das MEM-Logo flipped verwendet, das heißt verkehrt aufgeprintet. Ich muss aber dazu sagen, dies hier... Es muss immer irgendwas schief gehen, ja, ganz klar. Dies hier ist tatsächlich noch ein Sample. Der Hoodie ist so bei mir angekommen, ich war nicht zu 100% zufrieden. Ich bin schuld an der Verzögerung, weil ich keine Produkte rausgeben kann, die ich nicht zu 100%, die mich nicht zu 100% zufriedenstellen. Wir haben hier nochmal das Logo um 10% kleiner gemacht und wie wir hier am Ärmelprint auch sehen, geht es in einen sehr, sehr weißen Ton. Wir haben einzelne Paragraphen von unseren 3D-Designern anfertigen lassen und diese Blitze werden in den Konturen noch feiner. Das heißt, wir haben hier keinen großen weißen Fleck, sondern wie ihr es auf der Homepage dann nochmal seht, auf den einzelnen Fotos sind diese Blitze ganz dezent gehalten und geben wirklich einen schönen, kräftigen Ton hinein. Auch ein Hoodie, der mich absolut begeistert. Für Friends and Family wird dann nochmal in Giftgrün erhältlich sein, da ist ja bei euch mörderkrass angekommen. Aber wie gesagt, 10 Stück gibt es und die gehen raus an Supporter der Marke. Das waren die einzelnen Pieces, wir kommen jetzt zu den Accessoires. Dieses Mal wird es wieder die beliebten Dead Caps bei uns geben, also hier nochmal kurz aufgesetzt. Wir haben hier vorne am Kappenschirm einen leichten Distressed Look, haben hier vorne das MEM Logo bestickt und hier hinten nochmal zur größten Verstellung möglich. Zusätzlich haben wir noch die MEM Trucker Cap, das heißt, wir haben hier einen Netzstoff verarbeitet, vorne mit einem schwarzen MEM-Stick, auch ein absoluter Favorite von mir, trage ich immer wieder gerne zu cremigen Tönen, passt auch hier, finde ich, ganz, ganz gut dazu. Zwei der Designs haben wir aufgegriffen, ein Highlight dieser Kollektion, zum allerersten Mal werden Skateboards herauskommen, zum einen dieses Skateboard hier im MEM Friends and Family Look in Kooperation mit Lito Skateboard. Sehr, sehr hochwertige Boards werden auf der Homepage verfügbar sein. Und zum anderen und zum letzten Piece der Kollektion haben wir hier noch das Signature Deck von dem Profi-Skater, den wir unterstützen, Johannes Abraham, mit dem Burning Scale Design. Auch ein sehr, sehr schönes Board, wie ich finde.
Das sind die einzelnen Pieces der Kollektion, wie gesagt, morgen auf memdiana.com ab 19 Uhr erhältlich sein. Ich würde euch raten, wie gesagt, true to size zu gehen, eure Größe zu bestellen, die ihr normalerweise trägt, auch was die Hosen betrifft, und euch einfach überraschen zu lassen von den einzelnen Produkten. Produkte kommen alle, wie gesagt, in der hochwertigen MEM Magnetbox. Und Freunde, ich möchte mich an dieser Stelle einfach unfassbar bei euch bedanken für diesen Support und für das positive Feedback, was wir auch von den Vorbestellern bekommen haben. Die sind absolut hyped, werden morgen alle zum Großteil nochmal bestellen. Also ich hoffe und ich wünsche euch viel Glück, was zu ergattern. Ich glaube, dass es diesmal sehr, sehr schnell gehen wird aufgrund, ja, wir hätten nicht damit gerechnet. Wir sind absolut überwältigt und dementsprechend muss ich mich auch bedanken, Freunde. Wie gesagt, morgen 19 Uhr auf MEM Vienna, seid am Start. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und viel Glück morgen. Das war's von mir, euer Maximilian.